Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Bernd Römer muss eine Familie vor dem Jugendamt schützen. Was ist mit meiner Mama? Können wir endlich zu ihr? Leider nein. Sie hat einen Schlaganfall erlitten. Deswegen werde ich mich auch darum kümmern, für Vicky einen Heimplatz zu organisieren. Sie können doch da nicht in diese Familie reinschlagen und die Mädchen trennen. Nothing's ever what we expect. Ein normaler Morgen bei Familie Schröter in Berlin-Wedding. Michelle und ihre Schwester Vicky sind gerade beim Frühstück. Die 18-Jährige muss sich beeilen, denn sie hat verschlafen und das, wo sie kurz vor dem Abitur steht. Sie ahnt nicht, dass dieser Morgen in einem Albtraum endet. Mama, wo bleibst du denn? Ich muss gleich los. Gehst du nach der Schule mit mir schwimmen? Das haben wir so lange nicht mehr gemacht. Sorry, Süße, aber du weißt, ich schreibe bald meine Mathe-Klausur. Da habe ich echt keine Zeit für. Ach, schade. Mama! Mama, jetzt mach die Tür auf. Du bist schon seit einer halben Stunde da drin. Mama? Mama! Mama, was ist denn passiert? Was ist denn los? Vicky! Komm schon, bring mein Handy mit! Danke. Was ist denn los mit deiner Mama? Nichts Schlimmes, ja? Pack schon mal deinen Rucksack. Es wird alles wieder gut. Es sieht viel schlimmer aus, als es ist. Mama! Michelle alarmiert sofort einen Rettungswagen, der Sonja ins Krankenhaus bringt. Der Zustand ihrer Mutter versetzt die Schülerin in Angst und Schrecken. Sie ist völlig aufgelöst und hat die gute Freundin der Familie, Yvonne Heinl, um Hilfe gerufen. Noch weiß sie nicht, wie es um ihre Mutter steht. Michelle! Wie es ging. Danke, dass du gekommen bist. Ich wusste einfach nicht, wen ich sonst anrufen soll. Du kannst mich immer anrufen, das weißt du, jederzeit. Die sagen mir hier nichts. Ich warte doch schon seit Stunden. Was ist denn mit deiner Mama passiert? Die ist umgefallen und ist seitdem bewusstlos. Ich habe solche Angst. Vielleicht wacht sie nie wieder auf. Nein, sowas darfst du nicht sagen. Es wird alles gut. Sie würde aufwachen. Glaub mir. Und? Was ist mit meiner Mama? Können wir zu ihr? Leider nein. Sie muss sich noch ausruhen. Sie hat einen Schlaganfall erlitten. Was? Das ist ja fürchterlich. Ja, das ist in ihrem Alter aber leider gar nichts Ungewöhnliches. Hatte sie denn in letzter Zeit irgendwelche Probleme? Irgendwie Sehstörungen oder Wortfindungsschwierigkeiten? Ich weiß nicht. Sie meinte nur, dass sie in letzter Zeit öfter schwindelig war. Aber sie meinte auch, dass es überhaupt nicht so schlimm ist. Und was passiert denn jetzt? Wann wacht sie denn wieder auf? Also diese Schwindelanfälle, die können durchaus Vorboten des Schlaganfalls gewesen sein. Wann sie wieder aufwachen wird, kann ich Ihnen leider nicht sagen. Aber ich vermute, dass es noch eine Weile dauern wird. Es tut mir wirklich sehr leid. Gibt es denn irgendwas, was wir jetzt tun können? Im Moment nichts, nur abwarten. Was ist mit deinem Vater? Meine Eltern sind schon länger geschieden. Der weiß davon nichts. Und meine Mama wird das bestimmt auch nicht wollen. Naja. Ich will mich nicht in eure Familienangelegenheiten einmischen, aber ich denke mal, dass eurer Mutter es schon besser gehen wird, wenn sie weiß, dass sie versorgt wird. Du kannst unmöglich deine kleine Schwester alleine versorgen. Also ich meine, ich bin ja auch noch da. Am besten holen wir Vicky erstmal von der Schule ab und dann gehen wir zu euch nach Hause. Und über Nacht bleiben werde ich auch. Ich lasse euch nicht alleine. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich wollte nicht, dass Vicky noch mehr Angst bekommt und habe sie heute Morgen trotzdem noch in die Schule geschickt. Aber in Wahrheit habe ich echt total Angst. Ich meine, Schlaganfall, das ist doch heftig. Was ist, wenn Mama nie wieder aufwacht? Die Ereignisse des Morgens haben Michelle schwer geschockt. Doch jetzt muss sie vor allem an ihre 10-jährige Schwester Vicky denken, die sie nicht beunruhigen will. Unterstützung bekommt sie dabei von Yvonne, mit der sie die Kleine von der Schule abgeholt hat. Habt ihr beide Hunger? Soll ich euch was zu essen kaufen? Ich hab keinen Hunger. Nee, danke, ich auch nicht. Okay, wir haben ja eigentlich noch den ganzen Tag vor uns. Habt ihr euch denn was überlegt, was wir machen können heute? Ich habe auf gar nichts Lust. Ich will einfach nur zu meiner Mama. Aber du weißt, das Einzige, was wir heute nicht mehr machen können, ist Mama sehen. Morgen früh können wir direkt ins Krankenhaus, sobald es hell wird, versprochen. Okay. Na, guck mal, Vicky, du bist doch sonst immer so gerne mit Yvonne schwimmen gegangen. Wie wär's denn, wenn du das heute auch machst? Okay, mach ich. Hast du Lust, schwimmen zu gehen? Ja. Dann geh doch schon mal in dein Zimmer und hol deine Badeklamotten. Ich komme dann gleich nach. Okay. Das hat die auch schon echt mitgenommen, die Sache, ne? Ja.
Und wie geht's dir dabei so? Naja, geht so. Wie soll's mir schon gehen, wenn meine Mama im Krankenhaus liegt? Was ist denn eigentlich mit eurem Papa? Ich weiß, seit Sonja sich scheiden lassen hat, haben die beiden keinen Kontakt mehr. Was ist denn mit euch? Habt ihr noch Kontakt zu dem? Naja, es geht so. Es ist immer weniger geworden. Er hat ja jetzt eine neue Familie. Ja, aber ich meine, immerhin ist es immer noch euer Papa. Der sollte schon von dem Vorfall erfahren. Nee, ich finde, das geht dir nichts an. Der wird uns sowieso nicht helfen. Ich meine, der hat sogar meinen Geburtstag vergessen, nur weil seine Frau hochschwanger war. Das hat er bestimmt nicht mit Absicht gemacht. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich will nicht mit ihr reden. Meinst du, es wäre besser, wenn ich versuchen würde, mit ihm zu reden? Wie gesagt, er wird uns nicht helfen. Aber Mama hat irgendwie gemeint, dass ihr Anwalt alles geklärt hätte. Vielleicht kann der uns weiterhelfen. Du meinst der, der ihr auch bei der Scheidung geholfen hat damals? Ja, genau der. Ich wäre heilfroh, wenn wir Papa aus dieser Sache raushalten könnten. Hoffentlich kann uns dieser Anwalt irgendwie weiterhelfen und uns sagen, was wir tun sollen. Ich habe echt keine Nerven dafür, mich mit sowas rumzuplagen. Ich kann einfach nur an Mama denken. Wie geplant kontaktiert Michelle Bernd Römer. Als Scheidungsanwalt hat er ihrer Mutter vor einem Jahr sehr geholfen. Nun hofft die Schülerin, dass er der Familie wieder beistehen wird. Der Jurist zögert nicht lange und trifft sich bereits am nächsten Morgen mit ihr und Yvonne, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Michelle, wir müssten auf jeden Fall deinem Vater Bescheid sagen. Der sollte wissen, dass deine Mutter im Krankenhaus ist. Ich kann das aber auch gerne übernehmen. Ja, klar. Ja, geh mal. Hallo? Guten Tag, Neubauer mein Name vom Jugendamt. Eine Nachbarin hat uns benachrichtigt, dass hier zwei Kinder unbeaufsichtigt sind. Diese Zimmermann schon wieder, die kann ja nicht mal einmal ihre Nase aus fremden Angelegenheiten lassen. Entschuldigung, könnten wir das vielleicht drin besprechen? Dürfte ich kurz reinkommen? Ja, klar. Können Sie rein. Danke. Herr Römer, wir haben ein Problem, da ist die Frau vom Jugendamt. Frau Neubauer, wir kennen uns doch. Hallo. Ja, da kann ich mir nicht vorstellen, dass es ein Problem gibt, Frau Neubauer. Naja, eine Nachbarin hat uns informiert, dass hier zwei Kinder unbeaufsichtigt sind. Also Entschuldigung, von unbeaufsichtigt kann überhaupt keine Rede sein. Die Mutter von der Michelle, das ist die Frau Schröter, ist seit gestern im Krankenhaus. Das ist meine Mandantin, deshalb bin ich hier. Ja. Sie ist 18. Okay. Frau Heinl ist hier, ist eine gute Freundin der Familie. Ich bin auch da, also für die Kinder ist wirklich gesorgt. Okay. Naja, aber Sie wissen ja, wir müssen jedem Hinweis nachgehen und wenn es um minderjährige Kinder geht, erst recht. Nichtsdestotrotz sollte Frau Schröter längere Zeit ausfallen, dann haben wir natürlich noch ein paar andere Möglichkeiten. Ja, also gerade für das minderjährige Kind könnten wir dann halt vorübergehend an eine Heimunterbringung denken. Und auch Sie können Hilfe beantragen, also für junge Erwachsene, zum Beispiel eine Mädchenwohngruppe. Also ganz bestimmt nicht, hier geht bestimmt keiner ins Heim, ja? Also ich weiß nicht, was das soll. Frau Schröter, wir wollen Ihnen nur helfen und wollen Ihnen die Möglichkeiten aufzeigen. Darauf kann ich gern verzichten, danke. Also jetzt schießen Sie aber wirklich, glaube ich, mit Kanonen auf Spatzen. Das ist doch nicht der soziale Brennpunkt Berlin, wo das Jugendamt hier gefordert ist, so schnell. Nein, also wissen Sie, es gibt ja auch noch den Vater der beiden. Also okay. Sie brauchen sich hier wirklich überhaupt keine Sorgen zu machen. Ich gebe Ihnen aber sehr gerne eine Karte von mir. Falls Sie Rücksprache halten möchten in ein paar Tagen, melden Sie sich gerne. Dann machen wir das. Dann denke ich, werden wir in ein paar Tagen voneinander hören. Ja? Toll. Dann wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Tag. Wünsche ich Ihnen auch. Ich bin alleine raus. Gut. Danke. Tschüss. Boah, die hat sie ja wohl nicht mehr alle. Hat ihre Nachbarin schon eine Diagnose gestellt, oder was? Das ist immer so, das ist fürchterlich. Also machen Sie sich keine Sorgen. Ihrem Vater müssen wir Bescheid sagen, das ist richtig. Hallo? Ja, ich bin Michelle Schröter. Echt jetzt? Seit wann das denn? Ja klar, kommen wir sofort. Ja klar, vielen Dank. Danke. Meine Mama ist wieder aufgewacht. Wir können endlich zu ihr. Dann sollten Sie sofort hinfahren. Ich kann Sie gerne da vorbeibringen beim Krankenhaus. Gut. Ich hole noch schnell Vicky, ja? Holen Sie Vicky. Ich nicht mehr mit, weil, wie gesagt, die Handwerker sind da. Aber Sie halten mich auf dem Laufenden, ja? Ja, natürlich. Super. Klar, Frau Heinl. Gut, dass Sie hier sind. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Ich wusste doch, dass alles wieder gut wird, von wegen heim. Mama wird wieder gesund, das weiß ich ganz genau. Und da brauchen wir Papa erst gar nicht mehr anzurufen. Die 18-Jährige ist überglücklich, denn sie glaubt fest daran, dass sie sich jetzt keine Sorgen mehr um das Jugendamt machen muss. Bernd Römer bringt die Mädchen sofort ins Krankenhaus, damit sie ihre Mutter so schnell wie möglich in die Arme schließen können. Außerdem will er persönlich mit Sonja über ihre Situation sprechen. Ach, ich hab euch so vermisst. Ist das schön, euch zu sehen. Und wie hatte ich erst. Siehst du, ich hab doch gesagt, Mama geht's bald wieder besser. Kommst du wieder mit nach Hause? Wir vermissen dich so. Ach, mein kleiner Schatz. Ich muss noch eine Weile hier bleiben, aber bald. Hallo, Sie habe ich ja gar nicht gesehen. Hallo, Frau Schröter. Ich wollte Sie nicht stören bei der Begrüßung.
Wen geht's Ihnen denn? Ja. Den Umständen entsprechend, ja? Ja. Ach, sag mal, ich glaube, eurer Mutter ist bestimmt ein bisschen langweilig. Hat überhaupt nichts zu lesen. Unten am Empfang, da lagen noch ganz viele tolle Zeitschriften. So mit Prinzessinnen und Königinnen und sowas. Könnt ihr die nicht mal holen? Dann hat eure Mutter was zu lesen. Aber wir wollten noch bei dir bleiben. Ich laufe euch doch nicht weg. Bitte seid so lieb und holt mir ein paar Zeitschriften. Der Fernseher hier ist doch kaputt. Okay, komm, wir holen uns lieber ein Eis. Genau. Ich hole mir mal einen Stuhl, Frau. Dann können wir in Ruhe reden. Also, Ihre Tochter Michelle hat mich um Hilfe gebeten. War ein bisschen verzweifelt, das arme Kind. Aber jetzt sagen Sie mir erstmal, wie geht's Ihnen? Wie ernst ist es denn? Ach, meine armen Kinder, danke, dass Sie für Sie da waren. Ja, leider geht's mir im Moment nicht so gut. Ich hatte auf Arbeit in letzter Zeit immer eine Menge Stress und ich habe die Schwindelanfälle halt nicht ernst genommen. Die Ärzte haben mir erklärt, aufgrund meiner Diabetes kam es dadurch dann zu Durchblutungsstörungen. Und daher dann der Schlaganfall, ja? Ja, meine rechte Hand ist gelähmt. Oh. Es wird noch ein paar Wochen dauern, bis ich wieder nach Hause kann. Gut, aber es wird dann wieder, ne? Ja. Gut. Also, ich muss mit Ihnen reden, weil Sie ein paar Wochen sozusagen außer Gefecht sind. Eine Nachbarin von Ihnen hat darüber bereits das Jugendamt informiert, dass Sie im Krankenhaus sind. Und das Jugendamt war ein bisschen übereifrig und denkt jetzt allen Ernstes schon darüber nach, die Vicky so lange in einem Heim unterzubringen. Was? Auf keinen Fall. Die können mir doch nicht die Kinder wegnehmen. Vicky bleibt bei mir. Bei ihm bleiben kann sie ja nicht. Das ist ja das Problem. Passen Sie auf. Ich sag Ihnen, was meine Idee ist. Wir müssen Ihren Ex-Mann mit ins Boot holen. Ich weiß, dass das Verhältnis der Kinder zu ihm nicht das Beste ist, aber ich halte das für eine vernünftige Idee. Naja, Jörg hat aber eine neue Familie. Also ich möchte ihn eigentlich da nicht mit reinziehen, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Haben Sie eine bessere Idee? Frau Schröter, ich glaube, das ist wirklich die einzige Option, die wir momentan haben. Es wäre ja auch nur vorübergehend für die Zeit, in der Sie sich nicht um die Kinder kümmern können. Und es ist immer noch besser als eine Fremdunterbringung. Das tut mir leid für meine Mandantin. Erst hat sie diesen Schlaganfall und jetzt muss sie sich auch noch Sorgen um ihre Kinder machen. Ich hoffe aber, dass wir das Jugendamt hier wirklich vollkommen raushalten können. Nothing's ever what we expect. Bernd Römer kennt Jörg Schröter vom Scheidungsverfahren vor einem Jahr. Er besucht Sonjas Ex-Mann und will ihn davon überzeugen, sich in dieser Notlage um Michelle und Vicky zu kümmern. Auch wenn der Klempner gerade erst wieder Vater geworden ist. Gut, dass ich mit Ihnen in Ruhe dann sprechen kann, denn das ist ja leider eine ernste Angelegenheit. Was ist denn jetzt mit Sonja? Ihre Ex-Frau liegt im Krankenhaus. Sie hat einen Schlaganfall. Oh, nee. Ein Schlaganfall? Die ist doch jünger als ich. Das kriegen doch ältere Leute. Das denkt man immer, aber leider ist dem nicht so. Und manche erwischt es dann tatsächlich etwas früher. Hatte wohl etwas viel Stress. Und gehen Sie schon mal rein, ich bringe den Anton ins Bett. Ja, natürlich. Danke. Ja. Setzen Sie sich. Danke. Oh. Das ist erstmal ein Schlag. Ja, und was heißt das jetzt? Was ist mit den Mädels? Das ist genau die Frage, die ich jetzt mit Ihnen besprechen möchte, Herr Schröter. Können Sie die beiden Mädchen hier bei sich aufnehmen, vorübergehend, solange wie Ihre Ex-Frau im Krankenhaus bleiben muss? Ja, und was sagt Sonja dazu? Die ist damit einverstanden. Ich war ja gerade bei ihr. Ich habe mich ja nicht gerade im Guten getrennt von Sonja, das wissen Sie ja selbst. Ja. Es war lang, schmerzvoll und teuer. Ja, aber wir haben überhaupt nicht den Platz hier. Schauen Sie sich doch mal um. Also hier wohnen schon 4 Personen und dann noch 2. Herr Schröter. Ich wüsste nicht. Herr Schröter. Platzprobleme hin oder her. Ihre Ex-Frau hat sich diese Entscheidung auch überhaupt nicht leicht gemacht. Das können Sie mir mal glauben. Aber die Alternative wäre, dass das Jugendamt die Vicky ins Heim steckt. Die sind bereits auf der Suche nach einem Heimplatz für das Mädchen. Das können Sie ja nicht ernsthaft wollen. So ernst ist das? So ernst ist das. Ja, dann bleibt mir ja keine Wahl. Ganz ehrlich, ihm bleibt wirklich keine Wahl. Also Feuer und Flamme war der Herr Schröter ja noch nicht für die Idee, die Kinder bei sich aufzunehmen. Ich hoffe, das liegt nur daran, dass das jetzt für ihn natürlich auch ein kleiner Schock war mit seiner Ex-Ehefrau, dass ich ihn damit ein bisschen überrumpelt habe. Ich bin froh, dass wir eine Lösung für die Kinder haben, für die Zeit, in der meine Mandantin im Krankenhaus ist. Die muss den Mädchen das jetzt natürlich noch ein bisschen schon beibringen, dass sie zu ihrem Vater müssen. Denn begeistert waren die davon ja nicht. Sonjas Trennung von Jörg war für ihre Töchter besonders schmerzhaft. Vor allem, weil ihr Vater eine neue Familie hat.
Deshalb steht der 45-Jährigen am nächsten Tag ein schwieriges Gespräch bevor. Sie muss Michelle beibringen, wie schlecht es wirklich um sie steht und dass sie mit ihrer Schwester zu ihrem Vater ziehen muss. Sag mal, wie läuft's zu Hause? Kommt ihr gut klar? Ja, Mama, mach dir keine Sorgen. Wenn du nach Hause kommst, ist alles blitzeblank sauber. Das glaube ich dir, meine Liebe. Aber aus dem Grund wollte ich mit dir sprechen. Es wird nur eine ganze Weile dauern, bis ich wieder nach Hause kann. Der Schlaganfall hat mich ganz schön umgehauen. Und was heißt das jetzt? Kommst du erst nächste Woche nach Hause, oder? Das wird noch ein wenig länger dauern. Und aus dem Grund müsst ihr vorübergehend einmal zu Papa und Heike ziehen. Zu Papa? Wieso das denn? Wir wollen doch bei dir bleiben. Das weiß ich. Aber schau doch mal, meine Hand ist gelähmt. Ich kann sie überhaupt nicht benutzen. Ich kann nicht für euch sorgen. Aber du siehst doch besser aus als gestern. Das ist lieb von dir, aber die Ärzte sind ganz anderer Meinung. Aber wieso müssen wir denn zu Papa? Der hat doch eh nur Augen für sein tolles Baby. Und Heike, die kennen wir doch noch nicht mal. Die verpisst sich doch immer, wenn wir was mit Papa machen wollen. Der Anwalt hat aber schon mit Papa gesprochen. Es ist alles geklärt. Mama, ich kann mich doch auch um alles kümmern. Ich kümmere mich um Vicky, um den Haushalt. Das ist doch alles gar kein Ding. Ich schaff das schon. Das glaube ich dir auch. Aber es ist eine Menge Arbeit. Du steckst gerade mitten im Abi. Das Jugendamt wäre damit nicht einverstanden. Du weißt doch, wie schnell sie bei uns angeklopft haben. Ach, Mama, die haben doch gar keine Ahnung. Das mag sein, aber die machen sich doch auch nur Sorgen. Und wenn wir das nicht hinbekommen, dann bringen sie Vicky womöglich in ein Heim. Bitte sei stark. Okay. Aber dann versprichst du mir, dass du dir keine Sorgen machst, ja? Dann gehen wir eben zu Papa. Das wird schon alles gut gehen. Danke. Ich bin so stolz auf dich. Komm her. Die Vorstellung, zwischen Papa und seiner tollen Heike auf der Couch zu sitzen, ist echt ätzend. Die haben eh nur Augen für ihr Baby und merken wahrscheinlich noch nicht mehr, dass wir da sind. Aber da müssen wir jetzt wohl durch. Allein schon wegen Mama. What would I do without your smart mouth? Michelle hofft sehr, dass es nur eine kurze Übergangslösung sein wird und springt ihrer Mutter zuliebe über ihren Schatten. Sie weiß, dass sie nun stark sein muss, vor allem für ihre kleine Schwester Vicky. Bereits am Abend bringt Bernd Römer die Kinder zu ihrem Vater. So, willkommen in eurem neuen Zuhause. Ja, ist ja nur vorübergehend, ja. Der Mama geht's bestimmt bald wieder ganz gut, ja. Setzt euch doch mal an, komm. Hey, komm zu. Heike, Melina, kommt mal, die Mädels sind da. Die ganze Familie ist angetreten, ja, zum Empfang sozusagen. Hallo, ich bin Heike. Freut mich, Römer, hallo. Ja, Melina. Hallo, Mädels. Hallo, Bernd Römer. Ja, da sind sie nun. Ne? Wollten gerade mal überlegen, wie das jetzt aussehen wird. Haben Sie schon eine Vorstellung, wo Sie die beiden unterbringen? Ja, ja klar. Also Vicky wird bei Melina im Zimmer sein und Michelle wird dann hier auf dem Schlafsofa liegen. Das kann man ausklappen, ist ja nicht für lang. Ich muss mein Zimmer teilen? Leider ja, mein Schatz. Wir müssen jetzt leider alle Opfer bringen, um Sonjas Familie zu helfen, ne? Ja, es geht leider nicht anders. Ja, ich gehe da mal in die Küche, ne? Mach das Essen, weil wir sind ja jetzt zwei Personen mehr. Okay. Wiedersehen. Aber länger dauert das doch auch nicht. Man muss nur ein bisschen mehr nehmen. Gut, okay. Also, wenn irgendwas ist, ruft er mich an. Mhm. Ja? Okay, komm ich mal anrufen, du auch. Machen wir. Gut, ihr lebt das schon gut ein hier. Euer Papa macht das schon. Okay, bringt es zur Tür. Tschüss. Tschüss. Jetzt sind wir noch nicht mal 5 Minuten hier und trotzdem zeigt sie uns schon, dass wir nicht willkommen sind. Heike ist echt eine ätzende Kuh. Ich kann es einfach nicht glauben, dass Papa Mama für so eine verlassen hat. Auch 2 Tage später hat sich die Situation nicht verbessert. Michelle und Vicky spüren, dass sie bei der neuen Familie ihres Vaters nicht willkommen sind. Seine Frau Heike ist völlig abweisend und mit ihrer Stiefschwester Melina kriegen sich die beiden immer wieder in die Haare. Ey, Melina, kannst du mir mal sagen, was Vickys Sachen da draußen machen? Was weiß ich, frag sie doch. Ja, wo ist sie denn? Ich würde gerne mit dir Hausaufgaben machen. Keine Ahnung, eben hat sie noch rumgeflammt, weil ich sie rausgeschmissen habe. Ich sag mal, spinnst du? Du kannst sie doch nicht einfach rausschmeißen. Klar kann ich das. Ich wollte noch meine Ruhe haben beim Telefonieren. Ihr könnt froh sein, dass ihr nicht auf der Straße leben müsst. Ey, Fräulein, pass mal auf. Erstens mal redest du nicht so mit mir. Und zweitens mal, solltest du sie noch mal rausschmeißen, schmeiß ich dich auf die Straße. Aber jetzt geht's noch? Was ist denn das hier für ein Lärm? Die schreit hier rum und will mich aus meinem eigenen Zimmer werfen. Aber Anton ist gerade eingeschaltet und du machst hier so einen Aufstand. Du, ey, hat deine Mutter dir kein Benehmen beigebracht? Ich habe überhaupt nichts gemacht, ja? Die schmeißt Vicky einfach raus, obwohl das genauso Vickys Zimmer ist, ja?
Also, was ist hier los? Ja? Was hier los ist? Papa. Deine Tochter tut dir so, als wäre das ihre Wohnung. Ey, ich hab gar nichts gemacht. Ihr müsst euch alle mal zusammenreißen. Ich weiß ja, dass es nicht so einfach ist, ja? Papa, ich habe überhaupt nichts gemacht. Melina hat doch die ganze Zeit irgendwie Vicky rausgeschmissen. Ich will das nicht hören. Du bist hier die Erwachsene, ja? Du solltest ein Vorbild für deine Schwester sein. Also, so geht's echt nicht, ja? Da hast Papa, du gehört? Du bist hier nur zu Besuch, also benimm dich gefälligst auch so. Boah, das muss ich mir echt nicht geben. Noch deutlicher geht's ja wohl nicht mehr. Papa hat sich total für seine neue Familie entschieden. Und wie man sieht, stören wir hier wohl nur. Talking loud, talking crazy. Nach dieser Auseinandersetzung wollen Michelle und Vicky keinen Tag länger bei ihrem Vater bleiben. Am nächsten Morgen packen sie in aller Frühe ihre Sachen und schleichen sich aus der Wohnung, um wieder nach Hause zu ziehen. Dabei laufen sie Fahrradpolizist Mario Fürstenberg vor die Füße. Er spricht sie an, weil er glaubt, die zwei wären zu Besuch in der Hauptstadt und auf der Suche nach einer bestimmten Adresse. Als er sich länger mit ihnen unterhält, wird er misstrauisch. Kann ich mal bitte deinen Personalausweis sehen? Ja, ich hab den bei meinem Papa zu Hause vergessen. Ah, super. Halt, Moment, stehen bleiben. Ich bin die Polizei, nicht einfach wegrennen. Mhm. Wo ist denn dein Zuhause oder euer Zuhause? Maxstraße 7 in Wedding. Oh, prima, dann gehen wir jetzt mal dahin. Toll. Michelle will auf keinen Fall zurück zu ihrem Vater und schon gar nicht, dass Vicky in ein Heim kommt. Sie hat dem Polizisten ihre Meldeadresse genannt und von unterwegs Bernd Römer um Hilfe gebeten. Der Anwalt erkennt sofort den Ernst der Lage und ist keine Viertelstunde später zur Stelle. Schönen guten Tag, was machst du für Sachen? Ja, also ich werde mit Vicky von Papa weggehen. Haha. Ja, weil trotzdem, das geht ja nicht. Der Vater weiß ja nicht Bescheid, wo die Kinder sind. Also man sollte ihn ja wenigstens mal informieren. Also das haut ja nun nicht hin. Wir gehen nicht mehr zurück zu Papa. Das ist sowas von ätzend bei ihm und seiner Familie. Das geht nicht. Hör mal, das glaube ich dir. Aber die Polizei hat völlig recht. Dein Vater muss zumindest Bescheid wissen, wo ihr seid. Der macht sich sonst Sorgen. Was müssen wir dem sagen? Aber ich schaffe das doch auch alles. Das ist doch ganz einfach. Ich kümmere mich um Vicky und um den Haushalt. Ja, ob das so einfach ist, weiß ich nicht. Aber wir finden auf jeden Fall eine Lösung. Okay? Ja. Gut, also dann herzlichen Dank, dass Sie die Mädchen hergebracht haben. Sorgen machen müssen Sie sich nicht mehr. Ich kümmere mich jetzt drum und dann regeln wir das alles schon. Okay, dann alles Gute weiterhin und Ihnen auch. Tschüssi. Danke, tschüss. Mensch, Mensch, Mensch. Und das so früh am Morgen. Es tut mir leid. So, die Frage ist jetzt, wie geht's weiter? Ich glaub dir das ja, dass du alles dafür tust, dass deine Schwester und du nicht getrennt werdet und dass ihr hier alleine wohnen könnt. Nur, das ist eine verdammt große Verantwortung. Und du hast auch verdammt viel andere Sachen um die Ohren. Dein Abi steht kurz bevor. Das ist wichtig für dich. Ja, ich weiß, aber man muss es so sehen. Der Tag hat 24 Stunden. Das ist schon irgendwie alles machbar. Ja, das sagst du so in deinem jugendlichen Leichtsinn. Also, was es für eine Möglichkeit noch gäbe, wäre die. Wir könnten eine Familienhilfe beantragen. Beim Jugendamt oder zumindest bei der Krankenkasse deiner Mutter. Das hieße, wenn das bewilligt wird, würde eine Frau hier in die Familie kommen, ein paar Stunden am Tag, die könnte euch dann helfen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Das ist doch auch nicht schlecht, oder? Dann kann ich die restliche Zeit nutzen, um den anderen Kram zu erledigen. Abi zum Beispiel. Dann versuchen wir das so. Ein Versuch ist es wert. Ich rufe aber auf jeden Fall bei der Yvonne Steinl an, dass die bis dahin euch ein bisschen unter die Arme greift. Das macht die bestimmt. Das ist schon beeindruckend, wie die Michelle sich hier ins Zeug legt, selbst schon morgens früh. Die will alles dafür tun, dass sie und ihre Schwester nicht getrennt werden. Ich glaube aber, es ist trotzdem wichtig, die beiden so ein bisschen im Auge zu behalten. Und ich werde auf jeden Fall mal mit ihrer Mutter reden, denn die Frau Schröter, die hat da ja auch noch ein Wörtchen mitzureden, wie es jetzt weitergeht.